Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen neuen Multidupe. Was ihr für diesen Multidupe braucht: Ihr braucht einen Freund. Der Freund benötigt einen Eclipse Tower Penthouse. Das heißt, er benötigt ein Eclipse Tower Apartment, wo er den Stil ändern kann. Dann benötigt er noch in dem Eclipse Tower Apartment oder eher gesagt Penthouse einen aktiven Heist. Das heißt, wenn er zur Tafel geht und falls er es nach rechts drückt, dass er dann nicht in einen Job reingezogen wird, sondern einfach nur an die Tafel reingezogen wird. Das ist sehr wichtig. Und dann braucht euer Freund noch eine Casino Penthouse Garage mit einem Auto. So, ihr selber braucht Fagios in irgendeiner beliebigen Garage. Hauptsache, die Fagios sind nicht in dem Motorradclub. Dann müsst ihr selber noch als Motorradclub-Präsident registriert sein. Und Leute, dann müsst ihr noch das Auto, was ihr duplizieren wollt, in der Casino Penthouse Garage haben, in dem Nachtclub oder in der Arena. Sonst wird der Glitch bei euch in keiner Garage funktionieren. So Leute, aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel, sondern kommen auch direkt schon zum Video. Aber was ihr noch sehr krass beachten müsst, dass ihr in einer Einladesitzung seid und dass ihr im Freistil seid. So, aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall erstmal den Part des Freundes. Und ja Leute, das hier ist die Ansicht des Freundes, denn er begibt sich jetzt nämlich in sein Apartment und dann in den Raubüberfallraum. Jetzt stellt ihr euch vor die Tafel und jetzt müsst ihr einer Person beitreten, die in einem anderen Zielmodus spielt als ihr selber. So Leute, wenn ihr die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell die PSN-Taste und tretet derselben Person nochmal bei. Okay, wenn ihr jetzt diese Meldung habt, dann nehmt ihr einfach eine andere Person. So, das heißt, erste schwarze Meldung, dann Doppel-PSN-Taste und derselben Person nochmal beitreten. Wenn ihr dann jetzt eine 10-Modus-Meldung habt, lehnt ihr diese ab. Falls ihr die gleiche Meldung haben solltet, wie gesagt, andere Person nehmen. Aber jetzt müsst ihr folgendes machen. Ihr stellt euch jetzt vor die Tafel, öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf Apartment-Stil und wechselt einmal den Apartment-Stil. Wenn ihr dann jetzt wieder vor der Tafel steht, drückt ihr zweimal schnell die PSN-Taste und redet der Person einmal bei. Wenn ihr dann die erste schwarze Meldung habt, okay, in meinem Fall habe ich das jetzt so. Aber das dürfte eigentlich trotzdem funktionieren, denn was ihr jetzt nämlich machen müsstet, wenn ihr die erste schwarze Meldung habt, fangt ihr an, Pfeiltaste nach rechts zu spammen. Und beim Pfeiltaste nach rechts spammen, nehmt ihr die erste schwarze Meldung an. So, in meinem Fall hat das Ganze nicht geklappt, aber ich zeige euch das eigentlich jetzt nochmal. Ich muss nur noch kurz eine Person suchen, die in einem anderen Zielmodus spielt als ich selber. So Leute, jetzt wartet kurz. Ich muss kurz gucken, ob die in einem anderen Zielmodus spielt. Ja, die Person spielt in einem anderen Zielmodus. Perfekt. So, denn jetzt stellt ihr euch nämlich an, ja, die Tafel ran. Geht in den Interaktionsmenü, geht auf Apartment-Stil, wechselt einmal den Apartment-Stil um. Dann, wenn ihr wieder was sehen könnt, drückt ihr zweimal schnell die PSN-Taste und tretet derselben Person nochmal bei. Und wenn ihr dann die erste schwarze Meldung habt, spammt die Pfeiltaste nach rechts und beim Pfeiltaste nach rechts spam, drückt ihr einmal X. Zack. Jetzt drückt ihr zweimal Kreis, das heißt diese Meldung ablehnen und dann rausgehen. Und wenn ihr alles jetzt richtig gemacht habt, dürft ihr sehen, dass ihr keine Minimap habt. Ich in meinem Fall habe jetzt eine Minimap, das heißt, ich würde sagen, wie sehen sie da, wenn ich das Ganze geschafft habe? Bis gleich. Und ja Leute, wenn ihr das Ganze dann gehittet habt, wie ich, und keine Minimap mehr habt, dann drückt ihr jetzt die Optionstaste, drückt X und drückt das Touchpad. Jetzt startet ihr einen Job in der Nähe vom Casino, das heißt, wenn ihr den Job habt, drückt ihr 4 und X. Dann kriegt ihr so eine Fehlermeldung, diese nehmt ihr an, dann drückt ihr nochmal Optionstaste, X, Touchpad und dann startet ihr nochmal einen Job mit 4 und X am Casino. Jetzt müsst ihr zweimal schnell die PSN-Taste drücken und dann derselben Person nochmal beitreten. Wenn ihr dann die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell die PSN-Taste und tretet derselben Person nochmal bei. Wenn ihr dann jetzt eine Zielmodus-Meldung habt, lehnt ihr diese jetzt ab. So, dann jetzt seht ihr nämlich, dass ihr im Casino gespawnt seid. Jetzt lauft ihr nämlich einfach ins Casino rein. So, dann dürftet ihr sehen, dass ihr eine Einlauf-Animation habt und dass ihr dann einfach wieder rausgeworfen werdet. Dann lauft ihr einfach wieder ins Casino rein und drückt dann X auf Casino. So Leute, wenn ihr jetzt im Casino angekommen seid, dann lauft ihr jetzt hier zu der Theke. Drückt weiter nach rechts, geht auf Parkdienst, geht auf Penthouse Garage und bestellt euch irgendein Auto. So, denn jetzt muss nämlich derjenige, der die Autos duplizieren will, einen Job in der Nähe vom Casino starten.
Wenn ihr diesen Job gestartet habt, dann ladet euer Freund, der die Autos duplizieren will, euch einfach in den Job ein und ihr nehmt die Einladung an. So Leute, wenn ihr eurem Freund beigetreten seid und die erste schwarze Meldung dann habt, dann sagt jetzt eurem Kollegen Bescheid, der die Autos duplizieren will, dass er aus dem Job rausgehen soll. Und sobald euer Freund wieder gespawnt ist, sagt er euch Bescheid. Wenn euer Freund, der die Autos duplizieren will, gespawnt ist, nehmt ihr die erste Meldung an. Dann kriegt ihr so eine Fehlermeldung. So. Dann seht ihr, dass es wie bei mir sein sollte, dass ihr jetzt so im Casino seid und dass ihr was sehen könnt. Jetzt drückt ihr die Optionstaste, drückt X, drückt das Touchpad und startet einen Job außerhalb des Casinos. Das heißt, ihr geht auf den Job drauf und drückt Viereck und X. So, wenn ihr jetzt alles so gemacht habt wie ich bis jetzt, dann dürft ihr sehen, dass ihr wie ich am Boden verglitscht seid. Wenn das der Fall ist, dann startet jetzt euer Freund einen Job für einen Titan und ladet euch in den Job für einen Titan ein. Wenn euer Freund einen Job für einen Titan eingeladen hat, seht die Einladung einfach nur noch an. Und mit Freund meine ich selbstverständlich derjenige, der die Autos duplizieren möchte. So, ich warte jetzt auf die Einladung. So Leute, und wenn ihr dann jetzt hier auch wieder in der schwarzen Meldung seid, muss jetzt euer Freund, der die Autos duplizieren will, aus dem Job rausgehen. Und wenn er wieder gespawnt ist, dann sagt er euch Bescheid, dass ihr X drücken könnt bei der schwarzen Meldung. So Leute, jetzt ist mein Freund gespawnt, das heißt, jetzt kann ich X drücken. Dann kriegt ihr ein Black Screen, dann wird ihr in den Himmel gezogen und kriegt diese Fehlermeldung. Diese nimmt jetzt auch einfach an. Und jetzt seid ihr fertig verglitscht und das heißt, ihr könnt eurem Freund helfen, jetzt für ihn Autos zu duplizieren. Und jetzt kommen wir zum Part, wie euer Freund, das heißt derjenige, der die Autos duplizieren will oder möchte, wie er im Endeffekt dann die Autos dupliziert. So Leute, wenn euer Freund dann jetzt den Glitch erfolgreich gehittet habt, begebt ihr euch jetzt zu der Garage, wo das Auto drin steht, was ihr modden wollt. Das erste, was ihr macht, ihr holt euch irgendein Fahrzeug zu dieser Garage. Dann müsst ihr noch unter anderem euren MOC bestellen. Und jetzt, wenn ihr das vorbereitet habt, steigt euer Freund in euer Wagen ein. Es ist egal, welcher Wagen es ist. Dieser Wagen geht bei dem Glitch nicht verloren. Denn euer Freund fährt jetzt einfach mit eurem Wagen zu eurem MOC. Der bei mir in meinem Part auf dem Arena Parkplatz steht. Es ist egal, welche Garage ihr nutzt, ihr könnt das mit jeder Garage machen. Denn jetzt öffnet euer Interaktionsmenü, geht einfach auf MC Präsident und stellt euch schon mal wie ich hier an die Garage ran. Jetzt fordert ihr einfach eine Fagion und ihr seht, ihr werdet sofort reingezogen. Jetzt geht ihr in die Garage rein, wo das Fahrzeug drin steht, was ihr duplizieren möchtet. In meinem Fall ist es jetzt ein Easy Classic, wie immer, Leute. So, wenn ihr jetzt angekommen seid, lauft ihr einfach durch zu dem Auto, was ihr duplizieren wollt und fahrt mit dem Auto einfach raus. Falls ihr jetzt mit dem Auto nicht rausfahren solltet oder rausfahren können solltet, dann steigt ihr einmal aus oder ihr bleibt im Auto einmal drin sitzen und geht einfach in das PSN-Menü einmal und dann dürftet ihr eigentlich rausfahren können. So, denn jetzt, wenn ihr rausgefahren seid, dürft ihr auch bemerken, dass euer Freund noch trotzdem in eurem Auto drin sitzt. Ihr werdet das jetzt auch gleich sehen. Ihr seht, Leute, mein Kumpel sitzt noch in meinem Auto drin, denn jetzt steigt er einfach aus meinem Auto aus. Und dann dürft ihr das Auto, wie in meinem Fall, unsichtbar werden. Denn jetzt fahrt ihr nämlich einfach dieses Auto in euren MOC rein und in dem Auto, in dem ihr jetzt gerade drin sitzt, das ist die frische Kopie und nämlich auch die saubere Kopie. Das heißt, Leute, bei diesem Glitch macht ihr keine dreckigen Kopien, sondern nur saubere Kopien. So, jetzt steigt ihr einfach wieder in das Auto ein, was ihr gerade frisch dupliziert habt. Und dann könnt ihr direkt mit dem Auto wieder weitermachen. Das heißt, euer Freund setzt sich wieder zu euch in das Auto rein. Am besten, er guckt, dass er nicht stirbt. So, zack.
Jetzt fahrt ihr einfach wieder zurück zu eurer, ja, zu eurem Garageneingang, wo der blaue Punkt immer ist, Leute. Dann stellt ihr das hier ab, dann gebt ihr das Fahrzeug eurem Freund. Euer Freund fährt einfach wieder zu eurem MOC. Ihr stellt euch mit dem Interaktionsmenü geöffnet an die Garage, geht auf MC-Präsident. Wir warten jetzt noch kurz, bis er weggefahren ist. So, wenn ihr dann das Mini habt, Fahrgebühr bestellen, ihr werdet direkt in die Werkstatt reingezogen. Geht dann auf die Ebene, wo euer Fahrzeug drin steht, was ihr duplizieren möchtet. So, wenn ihr jetzt in der Ebene angekommen seid, einfach wieder das Auto rausfahren, was ihr duplizieren möchtet. Und ihr seht jetzt auch, dass da hinten jetzt ein Easy mehr steht als vorher. Ich kann auch jetzt mal direkt zum Beispiel hier diesen Easy hier nehmen. Zack, fahre dann mit dem einfach raus. So, mein Freund sitzt jetzt wie vorhin immer noch in dem Auto drinne, was ich ihm gerade gegeben habe. Ihr werdet das jetzt auch wieder im Video sehen. So, da seht ihr es, mein Freund sitzt noch in dem Auto drin. Jetzt steigt er einfach wieder aus dem Auto aus. Das Auto despawnt. Ihr fahrt an, er muss hier ran, falls das reicht. Einfach Meldung annehmen. Und dann habt ihr schon das zweite Auto dupliziert. Ich hoffe, Leute, ihr habt verstanden, wie der ganze Glitch geht. Aber sonst würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao.